Was geht, meine Inklinge? Und willkommen zurück zu Splatoon, zur Kampagne. Im letzten Part haben wir den Boss der ersten, kann man Welt sagen, abgeschlossen. Diesen komischen Riesen-Kubus. Wir haben zwei Level in der zweiten Welt gemacht. Einmal mit komischen Schwämmen und einmal mit komischen kleinen Blöcken noch dabei. Und heute sind wir von der Tinte verweht und boah, was ein blöder Titel. Was mir aber auch gefallen ist, dass aus den Kesseln Musik kommt. Und die ist teilweise echt ein bisschen catchy und erinnert mich ein bisschen an 90er-Jahre-Musik. Oder an Disco, je nachdem. Auf jeden Fall rein damit. Wir wollen unbedingt mal weiter. Und wie wir schon gesehen haben, wir werden grün sein. Im letzten Part. Und wir wollen nach Möglichkeit 500 von diesen komischen Perlen bekommen, damit wir aufrüsten können. Das war nicht so schlau. Au. Ich muss da mit der Steuerung ein bisschen zurückkommen. Ich wollte eigentlich schießen und nicht mich klein machen. Ich will dieses komische Trompete-Gedöse. Das verwirrt mich ein bisschen immer bei den Leveln. Da kommt immer diese ganz komische Musik da rein. Na klar, dass hier irgendwas spawnen muss. Nein, böse. Aus. Böse war aus. Sie erinnern noch ein bisschen an so... Ja, wie kann man es nennen? Kettenhund, Chainstorms? Kettenhund Chainstorms? Ich meine, Chainstorms mit... Oh wow. Irgendwas Besonderes zu sammeln? Nein. Kugelwillis. Kugelwillis meine ich. Also von der Form her wie ein Kugelwilli auf vier Beinen. Quasi. Danke für den kleinen Punkt. Oh. Das ist gemein. Da komme ich gar nicht hin. Und ich weiß auch genau, wo in diesem Level wahrscheinlich wieder so ein Ding sein wird. So eine Schriftrolle. Dürfte relativ einfach zu finden sein. Irgendwo unter so einem Propeller. Kein Tinte mehr. Erreicht es aber ungemein. Und ich würde vermuten, hier irgendwo runter. Aber wo genau kann ich nicht sagen. Aber doch nicht hier. Okay. Dann vielleicht irgendwo anders. Vielleicht da vorne. Ich begutachte mal kurz das Schild, weil es sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ah. Checkpoint. Dankeschön. Au, au, au. Gerade Piachi gesagt zu mir. Was bist du denn für einer? Ah, sag ich doch. Easy. Ich hoffe, dass diesmal diese komischen Dinger nicht so gruselig sein werden von der Aufmachung, weil ich fand den letzten noch ein bisschen sehr nicht gerade ansprechend. Das mit der Okto, ja, mit dem Okto-Skelett. Ah. Aber das war auch wirklich widerlich. Das war wirklich nicht mein Fall, muss ich wirklich echt sagen. Hat mir mein Tag verdorben. Aber egal davon, wir haben die Schriftrolle, wir wollen das Level beenden nach Möglichkeit. Wow. Ich bin in den Luftballon. Ja, sehr viele Punkte. Alles meine Punkte. Da ist so ein Arsch unter dem Schild. Du bist tot. Thank you.
You. So. Sprungfeld. Weg hier. Und hoffentlich in den letzten Abteil. Ja. Letzter Checkpoint des Levels. Oh man, das wird schon ein bisschen tricky hier vorne. Das wird echt tricky, ey. Das ist in der zweiten Welt. Krass. Au. Diese Sau. Diese Sauhut. Okay, ich muss von der Seite ran, das ist natürlich doof. Aber von da aus kann ich natürlich den ganz gut wegschleifern und viele Punkte haben irgendwie, aber das wird übel. Ah, ich weiß genau, wie man das machen muss. Auch wenn es eigentlich lächerlich ist, für Punkte. Aber man kann einfach nur abschießen. Okay. Ah, okay. Da oben steht schon einer drauf, ich sehe es doch schon. Zwei. Weg da, ihr seid im Weg. Und meine Feinde seid ihr auch. So. Mal schauen. Ah, natürlich gibt es Punkte. In Hülle und Fülle. Und wir können gleich aufwerten. Zum ersten Mal. Unsere Waffe zumindest. Mit der Feuerkraft. Wenn der Block mal runterkommen könnte. Da kommen wir hier schon auf? Ne, können wir nicht aufwerten. Schade. Oh, wollte gerade sagen, wenn ich jetzt runterfall. Oh. Warum komme ich nicht so hoch? Kein Schimmer. Aber das Ding schreit merkwürdig und das macht mir ein bisschen zu bedenken, was das für ein Ding ist. Ich wüsste nicht, dass Welse so schreien können. Das Energiemysterium ließ auf einer Pressekonferenz verlauten, dass in naher Zukunft eine Energieknappheit zu erwarten sei. Wie heutzutage auch, die sagen immer, keine Energie mehr. Dies sowie der schlechte Allgemeinzustand der Untergrundkuppeln lässt nichts Gutes zu erahnen. Ha. Ja, dann wollen wir mal schauen, wo das nächste Level ist. Das siebte Level, weil... Wo könnte es sein? Das könnte oben sein. Oder da unten? Nee, da ist kein Platz für eine komische... Na, Dampfdruckkessel da. Für eine Oma. Das könnte da oben sein. Und ich habe da was gehört, so ein Ping. Ist das das siebte Level? Das achte Level. Octoling Hinterhalt im... in der Tümpler-Kuppel. Ich weiß noch nicht. Jetzt da Richtung siebtes Level. Ich darf nicht zu schnell diesen blöden Knopf drücken. Deswegen weiß ich jetzt nicht, welches Level das ist. Und ich wollte noch Reihenfolge machen, wenn es geht. Das ist das neunte Level. Ah. Ich bin schon wieder auf den blöden Knopf gekommen. Ich krieg zu viel davon, ne? Ich krieg wirklich zu viel davon. Nein, wir wollen hier noch nicht rein. Außerdem sieht das aus wie das Tutorial-Level. Meh. Ich würde vermuten... Wir wollen mal da drüben hin. Wenn wir hier hochschauen. Das ist das siebte Level. Streichbürstenstreiche. Say what? Streichbürstenstreiche. What the fudge? Ah, wir sind orange. Schöne Farbe, schöne Farbe. Das kenne ich, das kenne ich. Das ist ein komischen Dinger, die Farbe wieder zurücksetzen. Läuft. Moment, Moment, Moment. Gehen wir nochmal zurück. Wir wissen ja, wo das Level ist, aber... Ich habe eine Sache machen wollen. Da bin ich froh, dass man wenigstens zurückgehen kann. Und zwar wollen wir die Heldenwaffe aufrüsten. Oder... Sachen freischalten. Können wir auch machen. Fällt mir auf, ich habe gar nicht mal so viele Dinge benutzt. Also R-Taste. Immer nur so ZR.
Muss man die ausrüsten so noch? Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen, da unten kann ich aussuchen, welche Waffe ich haben möchte. Nimm mal die Bomben da, die Kriegsminen. Die Krabbelminen. Wie die aus Zelda sind. Ich will alle Punkte haben. Fisch. Fisch besiegt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wo in diesem Level das also die Schriftrolle sein soll. Der vorherige Level war ja recht einfach zu finden mit sehr spezifischen Dingen des Levels. Dieses Level ist aber eher so in Richtung Ausrüstungsgegenstand. Man hat so einen Schieber, die einem die Farbe wegschieben. Oder zumindest ersetzen. Aber wo hier dann genau das Ding sein soll, sind wirklich Optotypen unter der Farbe Schweinerei? Verrat! Wo jetzt wirklich hier die Farbe sein soll, oder die Schriftrollen, kein Schimmer. Deswegen schaue ich jetzt alles ab hier. Denn ich bin ja wirklich Lapskaus, Alter. Ich bin so ein Typ, der ist wirklich auf Perfektion aus, teilweise. Na gut, man kann mal zurück. Ich habe einfach da drauf. Haha. Moment, bevor ich aber da reingehe. Ja, das sieht so aus, als könnte man da unten durch. Aber es gibt. Ich sehe da hinten eine Truhe und da will ich hin. Und die Dinger da unten, die Punkte, die brauche ich jetzt nicht wirklich, aber ich will da hinten hin. Zumindest da unten hin, weil da sind die. Wahrscheinlich die Schriftrolle. Haha, ist aber irgendwie klar, dass da irgendwas sein muss. Nice. Jetzt bloß nicht sterben. Ein Checkpoint kommen wäre schön. Zum nächsten Checkpoint. Ah, da sind die komischen. Aua. Mann. Lasst mich da hoch. So. Checkpoint. Geil. Design macht mir überhaupt ein bisschen zu sorgen hier in dem Spiel. Das sieht nicht gerade wirklich so schön aus. Zum Anschauen. Na komm, wo ist denn dieser komische Octo-Chippy? Ech! Hab dich! Und weg hier! Zum letzten Checkpoint? Nee. Vorletzter Checkpoint. Weiteres Rüstungsteil. Bin mal gespannt. Ich könnte jetzt mal hier vorne einsetzen, diese komische. Oh wow. Das ist nicht effektiv. Ah! Du bist besiegt. Mein Feind. Luftballon und dann mal hier runter. Mal kurz umschauen. Gibt's nichts Neues. Also wieder hoch. Jetzt mal den letzten Checkpoint.
Oh, wow. Du bist besiegt. Da kamen jetzt irgendwo Punkte her. Ich weiß nicht, woher. Ich will den Typen da hinten besiegen. Diese blöde... Mist. Ich will ihn noch besiegen. Unbedingt. Stelle ich mich vorne hin und warte einfach, wenn der Kinte. Sie ist irgendwie zu doof dafür. Und Feuerfall. Geht doch. Allererste Kajüte. Ach, hier ist er schon der Wels. Cool, passt. Aber die Wels. Und raus hier. Plus 10 Bonus für die Rüstung. Okay. Finde ich gut. Finde ich nett. Dingens. Die beim Revierkampf verspritzte Tinte verschwindet ganz umweltverträglich nach einiger Zeit von selbst. Ah, okay. Das heißt, man braucht gar nicht wirklich Mario mit seinem Saubermacher Schreck weg oder wie die heißen da, um das sauber zu machen. Schade. Hätte man guten Spiel drauf aufbauen können. Haben sie versaut. Aber war ja eigentlich auch ein Super Mario Spiel gedacht, ne? Von daher, halb so schlimm. Hey. Ich würde sagen, das machen wir auch noch hier. Octoling-Hinterhalt im Tümpel. In der Tümpelkuppel. Und ich behalte mal die komischen Minen dabei. Wow. Wow, was? Das sieht mir aus wie eine Kampfstage hier. Also das würde ich gerne als Kampfstage haben, ohne Scheiß. Ah, Octolinge. Die sind wie die Inklinge, nur in Octo. Oh, die sind ziemlich gemein. Und besiegt. Der alte Mann mag den Krieg, ne? Ich muss dem ganzen Zeug hier folgen, aber irgendwie... habe ich das Bedürfnis, hier ein bisschen rumzulaufen und zu erkunden. Einfach nur so, weil eventuell ein paar Dinger finden. Aber ich höre den KI. Da unten ist die KI. Hey. Du bist besiegt. Ah. Ich sehe drüben ein. Hab den. Da ist die Schriftrolle. Gut. Haben wir die Schriftrolle schon mal. Ist ja schon mal gut zu wissen, dass sie hier vorne ist. Das scheint ein relativ einfaches Level zu sein, um Sachen zu farmen in diese komischen Punkte. Rüstung. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nicht alles sein in dem Level. Au, au, ausgewichen, das Ding. Nicht schlecht. Nicht schlecht ausgewichen, muss ich sagen. Das ist aber kein Revierkampf, das ist relativ glücklich. Das heißt, ich muss darauf achten, die Gegner zu besiegen, sondern einfach nur böse Kopf. Au, 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 au. Was, im Hinterhalt? In dem Hinterhalt? Hab dich. Bloß hier raus, bloß hier raus, bloß hier raus. Kann ich da hoch? Nee, ne? Scheiße. Scheiße, ich will da hoch. Und bloß hier raus. Bloß hier raus. Das war ein recht schnelles Level, aber mir hat's gefallen. Also ich würde die Stage gerne haben zum Revierkampf.
Ich würde die denke, die würde sie echt gut machen. Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies. Octolangelo. Oh. Ernsthaft? Oh mein Gott. Oh, Kollegen haben mir schon gesagt, das ist das reinste Meme-Fest. Aber meine Fresse, was zum Teufel, ey. Da werde ich mal kurz ein Bild machen. Zack, ein Screenshot und einen Kollegen schicken. Weil, Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Octolangelo? Ich meine, Adam und Eva? What the fudge? Seriously, what the fudge? Ich meine, das sind da eigentlich nur Tentakel-Dinger von einem riesigen Oktopus und ach, ew. Nee. Nee. Ich würde sagen, im nächsten Part nehmen wir mal die anderen Bomben hier, die hier. Klatsch. Und bis dahin würde ich den Part beenden wollen. Im nächsten Part gehen wir in dieses Level da vorne, was wir schon mal betreten haben, wo ich dann rausgegangen bin und wieder reingegangen bin. Diesmal nicht. Ein unbekanntes Flugobjekt in den über Inkopolis. Nehmen wir es jetzt einfach. Inkopolis. Ich komme auf den Namen nicht klar, der ist einfach nicht leicht auszusprechen. Aber wie auch immer, ich werde den Part an dieser Stelle beenden. Ja, wie immer, wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr natürlich eine Bewertung da lassen. Am besten einen Daumen nach oben. Wenn ihr neu seid, könnt ihr gerne abonnieren. Wir sind momentan auf dem Weg zu den 100 Abonnenten. Auf gutem Weg mit 92. Nicht schlecht. Und ja, ansonsten hört und sieht man sich im nächsten Part. Würde mich freuen, wenn ihr den nächsten Part wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao, ciao.